Zu Hause ist der ein oder andere drauf gekommen, Patrick und Dirk aber nicht. Patrick, wer auf Skunker Nancy steht, der kennt auch Delamitri. Ja, eigentlich ja. Schon. Nee, eher nicht. Eher nicht? Nee, eigentlich nicht. Sie ist so Delamitri. Auch von der Insel, ja, die Jungs. Genau. Nicht alles, was geht's dir denn gut. Noch gut? Ist alles in Ordnung? Sind deine Rippen wieder drin? Die sind wieder drin, ja. Die waren ja, ja nur leicht geprellt, aber naja. Aber Skunk ist ja nicht so ganz so schwer, oder? Nee, eigentlich nicht, nee. Aber die hat dich voll erwischt. Die hat mich voll erwischt, ja. Hauptsache, du schiebst das jetzt gleich nicht, wenn du vielleicht nicht ins Finale einziehst, auf dein Unwohlsein. Nee, glaube ich nicht. Du bist im Vollbesitz deiner ja, Kräfte. Besser. Dirk sowieso. Ja, sicher. Der wartet nämlich, dass ich den nächsten Song umschreibe, der da deutsch ist. Schon Vergangenheit. Umschreibung. Schon Vergangenheit. Deutsch. Patrick, 9. Dirk, wie viel? 8. 7. 6. 5. Mach. 5 Töne für Patrick. Schon Vergangenheit. Deutsch. Ich würde jetzt tippen, zu spät. Gute Idee, du hörst es, leider nicht ganz korrekt. Dirk, 9 für dich. Da kann ich nur sagen, hey je, weiß ich nicht. Naja, so richtig deutsch ist es ja auch nicht. Verdammt lang her! Bam! Nichts dafür. Noch sind keine Punkte verteilt. Aber jetzt, hoffentlich, nur noch zwei Möglichkeiten in dieser Runde. Sie hat die Hosen an. Umschreibung für einen englischen Titel. Sie hat die Hosen an. Dirk legt wieder vor mit 9 Tönen und Patrick muss was sagen. 8. 7. 6. Bitteschön. Bitte schön, Patrick. Danke schön, lieber Dirk. 6 Töne für Patrick. Sie hat die Hosen an. Englisch. I got my pants on. Dirk, du weißt, was dir blüht? Schlimmes. Ja, du musst es erraten. Tja. 9 Töne für dich. Sie hat die Hosen an. 3, 2, 1. Oh, she's Mann. The boss. Mick Jagger. Okay, liebe Freunde. Männer machen es oft spannend, aber das reicht jetzt. 0:0 nach 4 Songs. Wir haben nur noch einen einzigen und der wird entscheiden zwischen Patrick und Dirk. Englischer Titel, ab Dezember bin ich wieder da. Ab Dezember bin ich wieder da. Patrick, 9 Töne, Dirk, ich höre. 8. 7. 6. 5. Bitteschön. Versuchen wir es nochmal. Ja, er ist immer so gut zu dir. 5 Töne für Patrick. Ab Dezember bin ich wieder da. Englisch. Coming in December. Ganz so platt machen wir es ja nicht. Dirk, deine 9. Nicht einfach übersetzen, wie es Patrick versucht hat. Das wäre zu simpel. Bitte? Nicht nur übersetzen. Ab Dezember bin ich wieder da, heißt auf Deutsch, die richtige Antwort wäre... Ja, ihr wisst es. Gone till November.
0:0, ich habe keine Songs mehr. Das heißt aber nicht, dass wir morgen zwei Finale spielen, sondern hier wird noch eine Entscheidung kommen. Das verspreche ich zu Hause mit unserem Entscheidungstitel. Jetzt geht's weiter wie in Runde 1. Ich denke mal, das lag euch ein bisschen mehr. Schön buzzern, richtig erkennen und ihr seid im Finale. Hier ist der Entscheidungssong. Kids in America. Du bist im Finale. Kim Wilde. Da sah man's wieder. Alter Schwede. Erste Runde, Marker stärker. Du warst eine Millisekunde zu spät. Ja, ist dir in der Sekunde auch sofort eingefallen, ne? Aber ich gönn's dir. Ach, wie nett. Ja, so. Für diese Fairness einen großen Applaus an Patrick. Und von mir für 500 Mark CDs kaufen im Internet. Patrick, vielen Dank. Alles wieder okay bei dir? Die Rippen sind dran. Und trotz dieses Unfalls von Skunk, er ist nach wie vor Fan. Das sieht man an seinem T-Shirt, oder? Das ist die beste Band für dich. Ja, eigentlich schon, ja. Also, Skunk zu Hause, du guckst ja immer gerne zu. Du wirst nicht verklagt. Das ist schon mal die gute Nachricht. Die andere gute Nachricht, wirklich ist im Finale. Gleich in 30 Sekunden 6 richtige Songs und dann geht's in Urlaub. Rainbow Tours bringt Sie zu zweit direkt in die Stadt von Cäsar und Co. Hotel und Taschengeld inklusive. Ob Pantheon, Kolosseum oder Forum Romanum, in der ewigen Stadt erleben Sie Geschichte hautnah. Als Krönung erhalten Sie 2 Eintrittskarten für ein Konzertevent Ihrer Wahl. Der spannendste Moment des Tages ist gekommen. Es ist das Finale, war hast du schön. Jetzt geht es um die Wurst. In 30 Sekunden 6 Songs. Dirk. Ja, du bist bereit? Jo. Spiel auf Bade. Wo sind die Hände? Da sind die Hände. Schnell drücken, auch mal ruhig falsche Antworten geben. Trau dich, auch mal schieben, alles kein Problem. Am Ende wollen wir aber 6 richtige haben. Puh. Jungs, bereit, wenn Sie es sind, Sergeant Pumphrey. Ah, ich wollte jetzt eigentlich schieben, aber es kommt mir bekannt vor. Ja, jetzt, ne? Ganz oft gecovert, ganz oft gecovert. Haben wir so eine alte Disco-Nummer, ja? Ich hab's hier. Hat was mit zu tun. Love. Komm, dann schieben wir's. Wenn es dir zwischendurch einfällt, immer raus damit. Noch 27 Sekunden, hier ist Lied Nummer 2. Hello Spaceballs, David Bowie. Space? Boys, Spaceballs. Nur das Singular von den Jungs. Oh, jetzt kommen wir mit Grammatik. Hello, Spaceboy. Ja. Keine Angst, ich werde dir keine Deklinationen aufbrummen. Aber Singular, das weiß man ja, oder? Das hast du ja bewiesen. 25 Sekunden noch, einer ist richtig, sehr schön. Dirk, weiter so, Lied Nummer 3. Discotheque. Sehr schön. Toll gespielt. Selbst ich hab's erkannt. Eine Karte für euch. Hut ab. 2 richtig, 24 Sekunden. Nur eine Sekunde verbraucht für den zweiten Punkt. Das ist sehr, sehr stark. Hier ist Lied Nummer 4. Na, na, na. Na, na. Kissera. Ja! Kissera, Kissera. Doris Day ist nicht mehr da.
23 Sekunden. 3 sind richtig. Schön so. Lied Nummer 5. Zeit ist angehalten. Queen. Queen mit? Can't stop me now. Can't stop me now? Also, stop me now ist richtig, nicht stop can't, me. Sondern... Stop me now. Anderes Wort davor. Do, do. Do, 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 do. Do. Don't. Don't. Ja, da war das T. Da war das. Don't stop me now. Don't stop me now. Naja, wer wird denn gleich wegen einem Wort? Stop me now war ja gut. Don't stop me now, Queen. 17 Sekunden noch, 4 sind richtig. 2 brauchen wir noch. Hier ist Lied Nummer 6. Auch das weißt du. Ich spüre es. Robbie Williams, let me entertain you. Ja! Robbie! Robbie Williams. Wir brauchen nur noch einen, Dirk. Und wir haben noch 14 Sekunden dafür. Ja. Was machen wir in der Zwischenzeit? Noch ein bisschen Kaffee trinken gehen. Das ist sehr viel Zeit für Lied Nummer 7. Noch einen. Simple Minds, don't you forget about me. Das ist er, der Sieger von Euge. Dirk fährt nach Rom. Mit wem? Mit meiner Frau. Was für eine doofe Frage. Wir sehen uns wieder jeden Tag in der Woche bei Hast du Töne 19:40 Uhr. Tschüss, Satzmaschinchen.